Solarenergie, auch Photovoltaik genannt, galt lange Zeit als unzuverlässig und teuer. Aber das völlig zu Unrecht, wie ein Forschungsteam jetzt zeigt. Demnach ist Photovoltaik viel besser als ihr Ruf und eine der am schnellsten wachsenden erneuerbaren Energien überhaupt. Die Prognose der Forscherinnen und Forscher für die Solarenergie in naher Zukunft ist sensationell und übertrifft bei weitem alle bisherigen Erwartungen. Welch unglaubliches Potenzial in der Solarenergie gesehen wird und ob damit der Klimawandel vielleicht sogar noch zu stoppen ist. Jetzt in Klicks im Science Fiction. Herzlich willkommen. Der Klimawandel kann wohl nur noch aufgehalten oder zumindest verlangsamt werden, wenn wir möglichst schnell auf erneuerbare Energien umschwenken. Darüber haben wir hier ja schon öfter berichtet. Genauso wie über die verschiedenen Energieformen wie Wind- und Solarenergie, die neben ihren ganzen Vorteilen auch Schattenseiten haben. Denn diese Art der Stromerzeugung ist natürlich stark vom Wetter abhängig. Die Herausforderung für das Stromnetz besteht darin, die Schwankungen abzupuffern und auszugleichen. Beispielsweise, indem der Strom zwischengespeichert wird oder in andere Regionen, in denen er gerade benötigt wird, weitergeleitet wird. Doch das gilt als extrem kostenintensiv und aufwendig und schadet dem Image der Photovoltaik nachhaltig. Doch es tut sich was in Sachen Solarenergie. Das zeigt jetzt eine große Studie des Berliner Forschungsinstituts Mercator Research Institute in Global Commons and Climate Change, kurz MCC. Die Forscherinnen und Forscher haben mit einem Computerprogramm gearbeitet, in das sie aktuelle Daten, zum Beispiel Solarenergie, gespeist haben. Hierbei wurden beispielsweise die Kosten für den Netzausbau, Speicheroptionen und Informationen über den bereits vorhandenen Photovoltaikausbau sehr detailliert berücksichtigt. Und ihr Ergebnis ist extrem spannend. Ihrer Studie zufolge könnte der Anteil der Photovoltaik an der globalen Stromversorgung in Zukunft 30 bis sagenhafte 50% ausmachen, selbst wenn der weltweite Bedarf an Strom weiter zunimmt. Eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, dass frühere Berechnungen von läppischen 5-17% ausgegangen waren. Und weiter, das Wachstumspotenzial der Photovoltaik sei mit unglaublichen 40% jährlich anzusetzen, so das Ergebnis der neuen Studie. Doch aus welchen Gründen wurde die Solarenergie so sehr unterschätzt? Das Wissenschaftsteam hat auch dazu Antworten parat. Fördermaßnahmen wie das Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland hätten, genauso wie ähnliche Konzepte in anderen Ländern, viel mehr bewirkt, als man bislang angenommen hat. Zum anderen verzeichnet das Forschungsteam einen krassen Boom bei Privatleuten, die Solarenergie mittlerweile als eine lohnende Investition erkannt haben. Der Studie zufolge gehörte bereits im Jahr 2012 knapp die Hälfte der vorhandenen Photovoltaikkapazität Privatleuten, weit mehr als bei jeder anderen Stromerzeugungstechnologie. Als weiteren Punkt nennt das Forschungsteam die technische und preisliche Entwicklung der Solarzellen. Jede Verdopplung der installierten Kapazität bedeutet eine Reduzierung der Kosten um knapp ein Viertel. Die Folge davon, die Kosten für hausgemachten Solarstrom könnten so tatsächlich die des konventionellen Stroms aus dem Netz unterbieten. Und so sei der Solarstrom selbst in Ländern wie Indien oder Chile bereits heute schon deutlich preiswerter als der Strom aus konventionellen Kraftwerken. Und das Ganze ohne Subventionen. Und nicht nur der aktuelle Status quo zur Solarenergie übertrifft laut der Studie alle Erwartungen, auch die konkreten Prognosen für die nahe Zukunft sind, ja man muss sagen, grandios. Bis zum Jahr 2050 soll tatsächlich bis zu 50% der weltweiten Stromerzeugung aus Photovoltaik kommen. Konkret soll sie 18.000 bis 36.000 Terawattstunden liefern und das zu vertretbaren Kosten. Vor allem in südlichen Ländern sei das Potenzial für die Solarenergie zu großen Teilen noch unausgeschöpft. Aber auch in Deutschland und Europa bescheinigt das Forschungsteam der Photovoltaik noch ein großes Potenzial. Vor allem die Kombination aus Wind- und Solarenergie sei optimal. Durch extreme Sonne im Sommer und stärkeren Wind im Frühjahr und Herbst könne eine ausgeglichene Stromerzeugung garantiert werden. Heißt also im Klartext, der Überschuss an Strom wird durch diese Kombi so gering wie möglich gehalten, genauso wie die hohen Kosten, um den Strom zu speichern. Aber können diese Möglichkeiten der Solarenergie in der Praxis überhaupt voll und ganz ausgeschöpft werden? Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, denn nur wenn wir erneuerbaren Energien eine Chance geben, können wir Abstand von risikoreichen Technologien wie der Atomkraft nehmen, klimaschädliche Stromerzeugung aus Kohle minimieren oder sogar ganz abschaffen und damit den Klimawandel ernst nehmen. Denn dass Solarenergie umweltfreundlich ist, steht schließlich schon ziemlich lang fest. Jetzt liegt es also an der Wirtschaft und
Politik die Weichen dafür zu stellen und somit den Pariser Klimaschutzzielen eine realistische Chance zu geben. Auch mit Hilfe der Solarenergie und ihrem enormen Entwicklungspotenzial. Konkret müssten dafür stabilere Netze und größere Speicherkapazitäten geschaffen werden. Technologien für neue Speichermethoden müssten gefördert werden und neue Regularien für den Elektrizitätsmarkt geschaffen werden. Und irgendwie ist es ja schon ein wenig peinlich, dass der Bau von Kohlekraftwerken in Ländern wie Indien bereits zum Teil gestoppt wird, um stattdessen auf Solarenergie zu setzen, auch wenn die Investitionskosten erst einmal hoch erscheinen. Denn nicht zuletzt diese Studie zeigt, dass mithilfe der Photovoltaik der Grundstein zu einer klimafreundlichen und preiswerten Stromerzeugung gelegt werden könnte. Hier bei Klicksum halte ich euch natürlich zu dem Thema auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst und immer Nachrichten bekommt, wenn ein neues Video erscheint. Hier geht es weiter mit Was interessiert mich das Klima? Responsive Folge 05. Da sprechen der Klimaforscher Mujib Latif und ich über den Klimawandel und wie nötig es ist, etwas zu tun. Ein sehr aufschlussreiches Video der Bundeszentrale für politische Bildung. Unbedingt anschauen. Da besteht also Guckpflicht. Also, bis dann. Bleibt dran.